Heute sprechen wir über Fehler, die sogar Experten passieren. Sogar professionelle Anleger sind manchmal von coolen Produkten in die Irre geleitet. Sie denken, das ist ein cooles Produkt, also ist auch die Aktie cool. Manchmal stimmt das. Zum Beispiel ganz zu Beginn Apple und Google waren wirklich gute Aktien. Normalerweise führt es aber zu einem sogenannten Halo-Effekt. Ökonomen nennen es einen Halo-Effekt, wenn das eine auf das andere überscheint und eigentlich gar nicht gerechtfertigt ist. Das passiert insbesondere dann, wenn die Produkte wirklich cool sind, weil dann werden die Aktien auch teuer. Wie kann man erkennen, ob man zu viel für eine Aktie zahlt? Da hilft Ihnen der Obermatt Value Rang. Der Value Rang gibt an, wie viel Sie für eine bestimmte Größe des Unternehmens bezahlen. Schauen wir das zusammen mal genauer an. Was wir hier sehen, sind weltbekannte Technologieaktien, sortiert nach dem Obermatt Value Rang in der zweiten Spalte. Der beste Value ist Samsung. Man kriegt am meisten für das Geld. Und ein sehr schlechter Value haben Google, also Alphabet, die Holding von Google und auch Facebook. Was mir auf dieser Darstellung sofort auffällt, sind Samsung und Apple. Denn das sind direkte Konkurrenten. Aber Samsung hat einen Value-Rang von 94 und Apple hat bloß einen Value-Rang von 33. Fast ein Drittel. Dabei wächst Samsung mehr mit einem Wachstumsrang von 71 als Apple mit einem Wachstumsrang von nur 42. Zwischen den beiden Unternehmen ist heute Samsung eindeutig der bessere Value. Das Gleiche beobachtet man bei HP und IBM, denn diese beiden Unternehmen sind heute hauptsächlich im IT-Service-Sektor tätig. Sie machen also Technologiedienstleistungen für Großunternehmen. Auch hier ist der Fall so, dass HP mit einem Value-Rang von 79 viel, viel günstiger ist als IBM mit einem Value-Rang von nur 44. Und das, obwohl HP auch besser wächst. Wenn man den Obermatt Value-Rang kennt, kann man Brands viel, viel besser einordnen und beurteilen, ob die Aktie ein günstiger Kauf ist oder eben nicht. Eine andere Sache, die Experten gerne vergessen, ist die Sicherheit. Wie sicher ist das Unternehmen überhaupt finanziert? Das zu vergessen, kann wirklich wehtun. Denken Sie an Enron. Vor 12 Jahren hatte Enron sehr, sehr viele Schulden. Und nur schon von der Bilanz konnte man erkennen, dass das Unternehmen sehr risikoreich unterwegs ist. Später ging, wir wissen es alle, Enron Konkurs. Wie können Sie nun beurteilen, ob ein Unternehmen viel Schulden hat? Der Obermatt Sicherheitsrang macht das ganz einfach. Er zeigt auf, wie groß die Schulden im Verhältnis zur Größe des Unternehmens sind. Schauen wir nochmals die gleichen Technologiefirmen an, wie es dort mit der Sicherheit aussieht. Wir haben nun die Tabelle nach dem Sicherheitsrang, nach der letzten Spalte sortiert. Und wir erkennen, dass die Sicherheit bei Microsoft und Samsung sehr hoch ist. Die Unternehmen haben also relativ wenig Schulden. Und wir sehen auch, dass Apple und IBM sehr schlechte Sicherheitsränge bei Obermatt haben. Das könnte Sie vielleicht erstaunen, denn Sie wissen sicher, dass Apple sehr, sehr viel Geld auf der Bank hat. Nun ist es leider aber so, dass Apple auch sehr viele Schulden hat. Und diese Schulden werden beim schlechten Obermatt-Sicherheitsrang transparent erkennbar. Das ist für Sie wichtig, wenn Sie entscheiden zu investieren, denn viele Schulden sind auch ein Risiko in einer Rezession und können das Unternehmen ernsthaft gefährden. Und es gibt noch einen dritten Fehler, der sogar Experten viel zu häufig passiert. Sie denken, schlechte Nachrichten sind schlecht. Das ist aber beim Aktieninvestieren nicht immer der Fall. Manchmal sind schlechte Nachrichten gute Nachrichten. Denken Sie an Volkswagen. Können Sie sich noch an den Abgasskandal erinnern? Wie das eingeschlagen ist? Nun, wenn Sie zum Zeitpunkt, als dieser Abgasskandal passiert ist, VW-Aktien gekauft hätten, dann haben Sie heute eine Rendite von 30%. Nicht schlecht. Schauen wir das mal bei der Automobilherstellerbranche genauer an.
Was wir hier haben, sind große internationale Automobilhersteller, wiederum sortiert nach dem Value-Rang in der zweiten Spalte. Und wir sehen Nissan und Toyota ganz oben mit unglaublich guten Value-Rängen und wir sehen Volkswagen und vor allem Tesla ganz unten. Warum ist das wohl so? Nun, Nissan und Toyota haben beide Skandale. Nissan hat einen Skandal-CEO gehabt und Toyota musste Autos zurückrufen, weil sie defekt waren. Aber gerade Toyota scheint mir ein wirklich attraktives Unternehmen zu sein. Schauen Sie nur auf den Wachstumsrang. Was heißt das nun für Sie als Investor? Zuerst einmal bleiben Sie ruhig. Schauen Sie die Fakten an und die Obermalt-Ränge. Und dann beginnen Sie zu kaufen, wenn alle anderen verkaufen.